Wo sind sie hin? Bin gerade erst erwacht hier von der Geschichte. Hat mir jetzt sehr zu lang gedauert hier. Oh. Wenn jetzt hier ein Gun-Cartoon wäre, dann würden von Cole, als er über den Abgrund geschaut hat, so die Augen so rausspringen. So. Oh mein Gott, geht da tief runter. Und jetzt. Yeah, Gold! Wuhu! Okay. Wir schwingen uns auf unser hohes Ross. Und wir stoßen mit dem Krieger zusammen. Ich zeige dir diesen Ort. Was sagt der viele unten? Ja, jetzt. Wieder nur im Reihen geht. Unsere beiden Väter haben viel voneinander gelernt, ihre Freundschaft von unseren Leuten. Wie ich diese alten Familiengeschichten überaus sehr aufregen. Ich hasse Familiengeschichten. Ach komm schon, Cole, ist doch süß. Maulsopi. Ich habe mich immer mal vergessen, meinen Schwarzfußbogen anzustellen. Und wenn ich jetzt Äftel, ich mache einen Äftel sein. Erschießt du diesen Bullen, den ich gerade in meiner Ansprache bin. Tja. Wollte dich nur mal testen, Junge. Ob du so bist. Hey, die brauche ich zum Essen. Ja. Hey, schieße doch einfach ab. Achso, ja. Oh, ein Glück für dich, Junge. Ich hab dich jetzt mit aller Strafe Magnetons bestraft. Jetzt kommt Magrokas Miliz. Wo bist du? Und jetzt leider um die kümmern. Ja, zwei auf einmal ein Doppelkill. Okay. Na, wie sieht's aus? Wie geht's die Kinder? Ich will mich gegen Müde. Ja, ich komme jetzt gerade aus dem Bett, Mann. Es ist 9:30 Uhr morgens und ich. Ach, ich bin schon seit 9:50 Uhr auf. Boah, nein. Spaß beiseite, es ist 10:30 und ich bin erst seit 10:50 auf. So, jetzt kommt mein Apachenbomb ins Spiel. Kannst du die Schnauze jetzt endlich halten? Cool, Mann. Wir wollen doch einfach nur dein Spiel zuschauen. Ne? Hier bist du. Coles Tagebucheintrag Nummer 83. Erstens, ein Verbündeter starb. Zweitens, ich muss es nochmal versuchen. Drittens, ich hab's verdammte Bogenschießen verlernt. Viertens, ich werde es mir jetzt wieder antrainieren und hab's gleich wieder drauf. Oder, doch nicht. Aua, mein Arm. Wenn ich blöd wäre, würde ich mich jetzt umdrehen zu dir, aber du bist es nicht wert. Check. Oh. Na und schon sitzt Volltreffer wieder. Oh, und Pfeilkombo 3. Mein persönlicher Rekord in diesem Spiel. So. Cole jetzt eifrig dabei hier. Die Indianer. Ich bin echt wirklich durcheinander. Need more. Ja, nur das kostet wieder als erfüllt, ey. Jetzt packe ich am besten einfach Ferguson aus. 45 Schuss for Pain again. So, wie geht's weiter? Nee, mir geht's nicht gut. Den Gedanken hier wieder noch mehr. Man müsste sich mal ein hobbyloser Freak hinhocken und zählen, wie viele man eigentlich genau in Gun offiziell töten muss. Da würde man bestimmt auf ein hübsches Sümmchen rauskommen, aber das ist ja noch lang nicht im Vergleich zu Resident Evil Darkstar Chronicles. Das müsste ich mal durchsehen. Also, hey! Wenn sich dann so ein Nerd an Mädchen anmachen will. Hi, und wie heißt du? Fred. Okay, und was machst du so in deiner Freizeit? Naja, ich zähle mal, wie viele man im Computerspiel abballern muss. Letztens war Gun dran. Man musste 235 Leute töten, darunter 88 Miliztypen, 49 Indianer,
Hey, wo gehst du hin? Ja. Sobi ist bestimmt so einer, wenn es da schon Computergespiele gegeben hätte. Hätte der da bestimmt sich gesagt, hey? Klar. Jetzt zähle ich, also. Ja, aber. Damals gab es noch nicht und das Sobi musste in Real Life zählen. Wie ich jetzt unschwer bemerkt habe, warum muss ich jeden Schritt, was ich mache, kommentieren? Ich habe die Musik leise gestellt. So, jetzt ist es raus. Ich fühle mich schlecht. Ja. Was die jetzt da unten labern, das verstehe ich nicht. Ich muss dauernd gähnen. Auf jeden Fall sacke ich hier mir wieder $10 ein. Ja, Sobi, steig doch lieber mal ab, lass doch. Lauf doch, lauf du doch mal. Gold! Ting Ting Katzengold bringt auf den Markt $10 ein. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir den Grund, warum es so wenig kostet. Kostet aber eine. Gut, ja, gut, gut, ja. Jetzt werden wir uns. Oh, Berglöwen. So, bis der so wieder oben jetzt mal uns hinterher kommt, können wir uns mal die schöne Landschaft anschauen. Ah, ich trau mich nicht darauf zu springen. Ich trau's mir nicht. Okay. Wunderbar. Toll. Wunderschön. Mission erfüllt. Irre Dynamitbogen. Der Aerodynamitbogen ist einer der stärksten Waffen hier im Umkreis. Oh yeah. So, und jetzt müssen wir. Kommen wir zum rätselhaften Teil. Den haben wir zum Glück in eine Zwischensequenz gepackt, damit man ihn nicht selbst lösen muss. Ja, wisch mal weg. Hoden. Oh, jetzt habe ich es nicht gelesen. Ein Gottesaltar, glaube ich. Die Tränen auf Gott symbolisiert durch den Wasserfall. Für die, die wo gerade in ihre Chipstüte fassen. Da drin also, in diesem Felsen. Junge, geh runter, du Vollidiot! Die schießen mit Kanonen! Und unser Onkel Dutchy. Natürlich wieder mit vorne dabei, der einzige Überlebende in Magruders Ding, engeren Freundeskreises. So. Schöne Gummistiefel. Ui, Bursche, nein, ich hab da nichts getan. So, bis dann. Das war's mal wieder für einen Part.